Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Und zwar spielen wir, wie man unschwer erkennen kann, Ghost Trick Phantom Detective oder Phantomdetektiv, wie es im Deutschen heißt. Ja, Ghost Trick ist ein Spiel für den Nintendo DS und es ist gar nicht mal so alt. Also das ist jetzt das neueste Projekt, das ich bisher auf meinem Channel habe. Da steht zwar Copyright zu 2010, was daran liegt, dass es in Japan 2010 erschienen ist, aber bei uns in Deutschland bzw. Europa ist es erst am 14. Januar 2011 erschienen. Das heißt, das Spiel ist gerade mal, ja, ein bisschen mehr als ein Jahr alt. Okay, eigentlich bald zwei, wenn man den japanischen Release nimmt, aber ist jetzt egal. Das Spiel ist ursprünglich für den DS erschienen. Ich habe es mir auch direkt am Release-Tag geholt, weil ich das Konzept einfach so großartig fand, dass ich es holen musste. Und außerdem ist es ein Spiel von Shu Takumi. Genau, Takumi ist richtig. Genau, ja, richtig. Ein Spiel von Shu Takumi, der auch für die Ace Attorney-Reihe verantwortlich ist. Und da habe ich zwar nur den ersten Teil von gespielt, aber das hat mir auch sehr gut gefallen. Deswegen hatte ich große Hoffnungen für Ghost Trick und ich wurde nicht enttäuscht. Also es ist wirklich ein wundervolles Spiel, ein echt richtig großartiges Spiel. Die Story ist toll, es hat geniale Charaktere. Also ich könnte jetzt keinen Charakter benennen, der nicht genial ist in diesem Spiel. Die haben alle halt ihre tollen Eigenschaften. Das werdet ihr gleich sowieso noch sehen im Verlaufe dieses Let's Plays. Und ja, wie gesagt, ich habe es mir direkt am Release geholt. Und ansonsten, genau, eine Sache noch. Es ist mittlerweile auch für iOS erschienen. Also falls ihr das auf eurem iPhone spielen wollt, gibt es das. Ich weiß jetzt nicht, wie der Port da ist. Ich denke, bö. Ja, reden kann ich auch nicht mehr. Vielleicht soll ich euch mal was Neues erzählen, ne? Nein, ich vermute mal, auf dem iOS wird da nur der untere Screen angezeigt, weil der obere, wir haben jetzt hier auf dem DS nochmal zwei Screens, ist logisch, der obere, da läuft nicht so viel ab. Das Spiel kann man auch ohne den oberen Screen zeigen, aber weil ich einfach finde, das gehört dazu, wenn ich es schon auf dem DS spiele, blende ich den oberen Screen auch mit ein, aber eben den unteren größer, deswegen, habe ich dann momentan zwar noch nicht, aber wenn ihr das Video seht, also was ihr jetzt tut, weil, ja, ihr tut das jetzt genau sitzt du da vor deinem Bildschirm. Ich mag das immer, die Leute dann sofort so anzusprechen, wenn sie gerade das Video gucken, weil dann fühlt man sich immer so angesprochen, so, wow, er meint mich, cool. Hatte ich das nicht immer sogar irgendwann mal erzählt? Na, ist auch egal. Jedenfalls, falls ihr das Spiel toll findet, genauso toll wie ich, dann gibt es das auch auf iOS, falls ihr ein iPhone habt. Falls nicht, und dann habt ihr halt Pech gehabt. Dann guckt dieses Let's Play so. Kurze Rede, langer Sinn. Ich würde sagen. Nee, Moment, das heißt andersrum. Lange Rede, kurzer Sinn, oder? Egal. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, bevor ich hier noch weiter irgendwelche Sprichwörter falsch rum aufsage. Und da ging mir gerade mein Kaspersky an. Ja, da kümmere ich mich später drum. Also mein Antivirenprogramm. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, aber wahrscheinlich hat man es gehört. Dieses. Außer es wurde nicht aufgenommen. Außer mein Programm nimmt nur das auf aus dem Programm, was ich aufnehme. Wie auch immer. Egal. Wir fangen an. Ich klicke neues Spiel. Und dann gehen wir einfach direkt mal in die Action. Ach ja. Ghost Trick ist übrigens eine Art Visual Novel slash Point-and-Click-Adventure slash Rätselspiel. Einfach mal, um es in ein Genre einzuordnen. Und wer Ace Attorney gespielt hat, eins von den Spielen, der wird auch ungefähr wissen, was einen so storymäßig erwartet. Also wie abgefahren die Story dann wird. Also ja. Und vielleicht auch die eine oder andere Referenz. So, jetzt habe ich 5 Minuten gelabert. Jetzt geht's aber auch wirklich los. Ich klicke drauf. Ab geht's. So. Kapitel 1, 19:02 bzw. 7:02 PM, was das gleiche ist wie 19:02. Ominöse Musik. Ich muss bewusstlos gewesen sein. Ich fühle mich, als würde ich durch die Dunkelheit treiben. Als ich zu mir komme, ist eine Frau. Eine Frau, die ich nicht kenne. Zumindest glaube ich, dass ich sie nicht kenne. Und da ist ein bewaffneter Mann. Ich kenne ihn auch nicht. Also wahrscheinlich nicht. Ich bin nicht der Typ, der einfach zusieht, wie eine wehrlose Frau erschossen wird. Da ist nur ein kleines Problem. Ich bin leider schon tot. Das muss ich sein, kein Zweifel. Jedenfalls sehe ich hier keine andere Leiche herumliegen. Mach's gut, Kleines.
Es tut mir leid für Sie, sicher, aber was soll ich tun, so tot wie ich bin? Aber gerade als ich das denke... Keine Zeit, hier tot herumzulungern. Du bist der Einzige, der sie retten kann. Was zum... Die ganze Welt hat sich verändert. Herzlich willkommen in der Geisterwelt, dem Land der Toten. Eine Stimme in meinem Kopf. Wer bist du? Wir haben jetzt keine Zeit für Formalitäten. Du musst sie retten. Ich weiß, dass du es kannst. Du musst nur deine Kräfte einsetzen. Was? Ich? Sie retten wie? Schau dir deine Leiche an. Siehst du die blaue Flamme? Das ist deine Seele. Und siehst du den hellen weißen Fleck in der Nähe? Das ist ein Kern. Ein Kern? Für mich sieht es aus wie eine Schranke. Schau, am besten verstehst du es, wenn du es einfach probierst. Berühre zunächst deine Seele. Halte die Berührung und verbinde die Seele dann mit dem Kern. Das ruckelt ein bisschen. Aber nun gut. Es ist trotzdem spielbar. So, wir verbinden es mit der Schranke und Glückwunsch! Deine Seele hat jetzt Besitz von dieser Schranke ergriffen. Und jetzt... Jetzt bin ich eine Schranke? Nun... Jedenfalls rette die Frau mit Hilfe der Schranke. Was? Aber wie? Gleich wird die Zeit wieder in normalem Tempo ablaufen. Das ist deine Chance. Wenn der Mann den Abzug betätigt, stirbt die Frau, richtig? Also musst du davor deine Kräfte nutzen, um ihn aufzuhalten. Hey, warte mal. Ich weiß immer noch nicht, wovon du sprichst. Du wirst schon sehen. Du wirst schon sehen. So, gleich wird die Zeit wieder normal ablaufen. So, er wird die Waffe richten und ich... Jetzt ist deine Chance, berühre die Taste Trick. Ups, das machen wir auch direkt mal so. Bam. Die Schranke schlägt ihm die Waffe aus der Hand. Wir haben sie aktiviert. Halt! Gut gemacht. Hä? Was ist passiert? Das war eine deiner Kräfte. Ein Geistertrick. Du meinst, ich habe diese Schranke bewegt? Richtig. Manipuliert mit einer der Kräfte der Toten. Einem Geistertrick. Um solch einen Trick auszuführen, musst du nur Trick berühren. Jetzt hat sich das Schicksal dieser Frau geändert. Wenn auch nur geringfügig. Nun ja, man richtet irgendwie immer noch eine Waffe auf sie. Ja, Das ist nicht wirklich gut, oder? Zumindest fängst du an zu begreifen, wie du deine Kräfte einsetzen kannst. Ghost führt also in die Geisterwelt. Und mit Trick kann ich Gegenstände manipulieren. Jetzt hast du es raus. Lass uns zum nächsten Schritt übergehen. Versuch nun, einen anderen Kern einzunehmen. So, also, das gleiche Spiel wie vorher. Wir haben die Seele, wir können sie ziehen, wir können aber nur so weit. Weiter geht's nicht, das heißt, hier oben komme ich nicht dran an den Kern, weil da reicht meine Seele einfach nicht weit genug. Deswegen gehen wir mal in die Gitarre. Ich verstehe, eine Gitarre. Also was? Hey, was soll das heißen? Ich hätte ja die große Abrissbirne bevorzugt, die hätte das Problem sicher im Handumdrehen gelöst. Aber ich kann offensichtlich keine Kerne erreichen, die zu weit weg sind. Nun, dann müssen wir wohl schauen, was wir mit dieser Gitarre erreichen können. Bringen wir die Zeit wieder in Bewegung und finden wir es heraus. So, ich mache einen Trick, wie vorher auch. Oh, wer ist da? Er schießt die Gitarre ab. Und halt! Ja, ich erzähle gleich mal ein bisschen mehr als, er macht jetzt das und das und vorlesen, weil momentan ist halt sehr viel Text und sehr viel Tutorial und, das wird noch weniger, also es kommen dann noch harte Rätsel und so, aber jetzt erstmal, es fängt relativ seicht an und wird immer besser, glaubt mir. Das ist sicher die langsamste Flucht, die ich je gesehen habe. Wie es scheint, muss ich mir etwas anderes ausdenken. Mal sehen, welcher Kern ist nahe genug, um ihn von hier aus zu erreichen? Ich schätze, da gibt es nur mich. Keine Zeit, wählerisch zu sein. Ich muss eine Frau retten. Die Einstellung gefällt mir. Wirklich bewundernswert. Aber was? Wenn ich Objekte manipulieren kann, dann sollte mir das doch auch mit meiner eigenen Leiche gelingen, oder? Nun, warum probierst du es nicht einfach aus? Los, ergreife Besitz von deiner Leiche. Das lassen wir uns dann natürlich nicht zweimal sagen und machen das, zumal wir sonst sowieso nichts anderes machen können. In Ordnung, jetzt setzen wir die Zeit in Bewegung. Versuche Trick zu verwenden. Nichts passiert. Nein, mach was. Oh, verdammt. Huch, es passiert nichts. Genau, traurig, aber wahr.
Du kannst nur unbelebte Gegenstände beeinflussen. Leichen, wenn gleich nicht lebendig, sind nun wahrlich keine Gegenstände. Das ist nicht dein Ernst. Warte, was ist mit der Frau? Was passiert mit ihr? Sehen wir es uns an. Verschiebe den Bildschirm, um dich umzusehen. Den Bildschirm verschieben? Es ist ganz einfach, versuch es doch mal. Berühre den Bildschirm und verschiebe ihn ganz nach Belieben. Jawohl, das können wir einfach so machen. Also Kleines, das war's. Auch wenn meine Augen nicht die besten sind, sehe ich schwarz für deine Zukunft. Nein, sie ist tot. Verdammt. Und jetzt fällt sie auch noch darunter. Na großartig. Wir haben versagt. Er macht seine Geste. Ein Telefon, wer wird da wohl dran sein? Ja, also ihr seht schon, das Spiel ist nicht wie andere Spiele, denn während man in anderen Spielen verhindern muss, aus dem Weg. Ey, lass meine Leiche in Ruhe, du Blödmann. Während man in anderen Spielen verhindern muss, dass der Protagonist stirbt, sind wir in Ghost Trick einfach mal direkt von Anfang an bereits tot. Und da kommen einige interessante Sachen raus. Wir haben noch nicht alle Geistertricks gesehen, die wir durchführen können. Und ja, bewundert einfach diese wunderschönen Animationen. Die sind echt großartig. Ja, alles erledigt. Ich bin auf dem Weg. Die Grafik hier, beziehungsweise die Animationen wurden mit der, ich glaube, Rotoskopie oder Retroskopie-Technik aufgenommen. Das heißt, echte Schauspieler haben das alles gemacht. Am Ende scheint ihr Schicksal unverändert zu sein. Was also bringen mir diese Geistertricks? Aber gerade als ich dies denke, ich erzähle nochmal eben weiter. Das heißt, das wurde alles von echten Schauspielern aufgenommen und über die Szenen wurde dann drüber gemalt. Das heißt, deswegen sind die Animationen so wunderschön flüssig und sehen toll aus. Also, aber gerade als ich dies denke. Hehe. Eine Lampe. Ja. Hallo da drüben. Wie geht es dir denn nun? Ich kann mir vorstellen, dass es wohl besser gehen könnte. Das heute Nacht war sicher eine schlimme Tragödie. Du ignorierst mich also, hm? Noch ein bisschen früh für die Totenruhe, würde ich sagen. Ah, also warst du das? Du warst die Stimme in meinem Kopf? Naja, Stimme würde ich das nicht gerade nennen. Die Toten haben keine Stimmen, weißt du? Es ist eher so, als würden meine Gedanken direkt in deinen Kopf übertragen. Das ist noch ein Trick, den Geister beherrschen. Wie es scheint, haben meine Tricks nicht eben viel gebracht. Sie ist noch einmal genauso tot wie vorher. Das stimmt. Vorerst. Vorerst? Ich muss dir noch sehr viel über die Kräfte der Toten, die Geistertricks, beibringen. Wer bist du überhaupt? Bevor ich das beantworte, sollten wir jetzt zuerst die junge Dame retten, finde ich. Klick. Ich mag die Lampe. Ach, welch Schande, eine hübsche Frau so am Boden liegen zu sehen. Wie eine weggeworfene Puppe. Aber was kann ich tun? Sie ist doch schon tot. Zur Zeit für eine weitere Geisterlektion, mein Freund. Zuerst will ich, dass du Besitz von mir ergreifst. Besitz von dir ergreifen? Sobald du das geschafft hast, erzähle ich dir mehr über eine andere Kraft, die du besitzt. Warum will ich diese Frau überhaupt retten? Ich kenne sie nicht einmal, aber ich nehme die Einladung der Schreibtischlampe wohl trotzdem an. Ich habe zwei Gründe. Zum einen bin ich nicht der Typ, der Frauen einfach herumliegen lässt, als wären sie Müll. Zum anderen habe ich einfach nichts mehr zu verlieren. Trickzeit! So. Oh, eine Gedankenblase, da klicke ich einfach mal drauf. Die Gedankenblase, die du gerade berührt hast, das sind deine Gedanken. Also, was du in deinem Kopf zu dir selbst sagst. Meine Gedanken, hm? Also haben die Toten keine Stimmen, sondern kommunizieren direkt über Gedanken. Diese Gedankenblasen sind also eine Art Ersatz. So langsam verstehe ich. Das glaube ich auch. Vergiss nicht, die Gedankenblasen immer im Auge zu behalten. Gute Idee. Vielleicht finde ich darin ja ein paar Hinweise. Also, um von mir als Besitz zu ergreifen, musst du erst die Geisterwelt betreten. Und Ghost ist deine Eintrittskarte. Versuch es am besten selbst. Ghost also. Na dann sollte ich die Taste mal berühren.
Okay, machen wir doch direkt mal, weil uns bleibt sowieso nichts anderes übrig. Ja, zur Schreibtischlampe kommen wir leider nicht. Aber Tür. Das ist ein Verkehrsschild, das bringt uns nichts. Was ist das denn? Ein Klappbett. Übrigens, hast du schon mal auf den oberen Bildschirm geschaut? Ja, natürlich. Was ist damit? Was ist damit? Er sagt dir, welchen Trick du mit deinem einzigartigen... Jetzt habe ich es aber echt. Es sagt dir, welchen Trick du mit deinem derzeitigen Objekt ausführen kannst. Du kannst dir diese Informationen jederzeit ansehen. Also kann ich dieses Klappbett hier wohl aufklappen. Und um einen Trick mit dem Objekt auszuführen, von dem du Besitz ergriffen hast, musst du zuerst ins Land der Lebenden zurückkehren. Ah, okay. Diesmal ist zurück dein Ausgang aus der Geisterwelt. Also, viel Glück. Wir zählen auf dich. Huch, wer ist wir? Tja, zurück. So, wir können einen Trick ausführen. Es ist aufgeklappt, wunderbar. Jetzt können wir zurück in die Geisterwelt und dadurch, dass wir das bewegt haben, hat sich der Kern bewegt. Weil ihr habt das ja auch gerade eben gesehen, als unsere Leiche heruntergefallen war, waren wir auch noch in der Leiche drin und deswegen wurde halt der Kern der Leiche auch herunter bewegt. Und das ist eben die Grundlage für sehr, sehr viele Rätsel im Spiel, dass wir irgendwie irgendwas schaffen müssen und dazu müssen wir halt Kerne bewegen und ihr werdet das alles schon noch sehen. Also was jetzt hier am Anfang ist, ist wirklich sehr einfach. So, wir gehen auf die Schreibtischlampe über. Und was passiert jetzt? Ah, das ist komisch. Was denn? Meine Leiche und ihre Leiche. Sie sind definitiv anders. Da strömt etwas aus meinem Körper heraus. Das liegt daran, dass du etwas Besonderes bist. Was soll das denn heißen? Du musst wissen, nicht jeder, der stirbt, erhält diese besonderen Kräfte. Also stammen diese Wellen von meinen Kräften der Toten? Wie denn auch sei. Herzlichen Glückwunsch, du hast bestanden. Na, das ist ja eine Überraschung. Habe ich was gewonnen? Eine neue Kraft? Was denn sonst? Noch eine? Lass uns das Ganze wiederholen. Du kannst von Gegenständen Besitz ergreifen und sie manipulieren, ja? Was passiert deiner Meinung nach, wenn du von einer Leiche Besitz ergreifst? Nichts. Das habe ich doch schon versucht, erinnerst du dich? Und nichts ist passiert. Stimmt. Du kannst eine Leiche nicht auf diese Art manipulieren. Aber es gibt da etwas anderes, was du tun kannst. Ach ja, und was? Warum findest du es nicht selbst heraus? Trickzeit! So. Geisterwelt. Und jetzt lernen wir die nächste Fähigkeit, wie uns die Lampe schon angekündigt hat. Wir wechseln einfach mal zu ihr rüber, in ihre Leiche und sehen, was passiert. Was ist das? Eine Seele. Was ist das? Kannst du mich hören? Warte mal. Was geht hier vor? Die Arme. Es sieht aus, als sei sie bewusstlos. Bewusstlos? Aber sie ist tot. Ja, aber denk einmal etwas zurück. Erinnerst du dich noch, als du gestorben bist? Bevor du wieder zu dir gekommen bist, warst du auch bewusstlos. Bewusstlos, ja? Wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, die Lampe hat recht. Als ich zu mir kam, war ich bereits tot. Lassen wir sie vorerst in Ruhe. Und während sie sich ausruht, können wir ihr Leben retten. Oh, sicher, bei dir klingt das so einfach. Aber es ist einfach. Wenn du deine Kräfte bei einer Leiche einsetzt, kannst du in die Vergangenheit reisen, zu der Zeit 4 Minuten vor dem Tod dieser Person. Meinst du das ernst? Zurück in die Vergangenheit? Ja, aber es gibt einen Haken an der Sache. Das funktioniert nur bei frischen Leichen, also Personen, die seit weniger als einem Tag tot sind. Bei ihr ist das also noch gar kein Problem. Du solltest es versuchen, bevor es zu spät ist. Aber das ist doch verrückt. Nichts davon ergibt Sinn. Wir reden hier von den Kräften der Toten. Das muss keinen Sinn ergeben. Nun denn, lass uns aufbrechen. Zum Zeitpunkt 4 Minuten vor ihrem Tod. Hey, warte mal. Ich weiß noch immer nicht, wovon du sprichst. Du wirst schon sehen. Du wirst schon sehen. Ja, wir haben eine neue Option. Die Zeit zurückdrehen. 4 Minuten, bevor diese Person gestorben ist. Und das werden wir sofort auch mal machen. Los geht's.
schöne Animation. Und dann schauen wir mal, was 4 Minuten passiert, vor dem Tod passiert ist. Also machte ich mich auf, die letzten 4 Minuten im Leben dieser Frau zu sehen. Nicht als trüben, fernen Rückblick, sondern als wäre es die echte, lebendige Gegenwart. 4 Minuten vor dem Tod. 7:01 Uhr. Wachen Sie auf! Ist alles in Ordnung? Was ist mit Ihnen passiert? Oh nein, er ist tot. Wer sind Sie? Hier ist meine Visitenkarte, mein kleiner goldener Freund. Ja, bevor ich jetzt weitermache, das ist eindeutig eine Frau, die mit den roten Haaren, aber ich bin nicht so besonders gut beim Stimmen imitieren, deswegen lasse ich es lieber sein, bevor es dann lächerlich klingt. Lese ich lieber alle Stimmen in meiner natürlichen Stimme vor. Ich meine, ihr könnt ja sehen, wer spricht, denn die Bilder werden ja eingeblendet, deswegen sollte das kein Problem sein. Sie waren das. Sie haben ihn getötet, oder? Statt hier Schwarzer Peter zu spielen, solltest du dich lieber um dein eigenes Schicksal sorgen. Wer sind Sie? Ein Auftragsmörder? Was wollen Sie von mir? Sie haben gesagt, wir sollen die letzten Spuren vom Temsig beseitigen, die noch übrig sind. Temsig? Was zur Hölle soll das bedeuten? Was weiß ich. Ich mache einfach, was mir aufgetragen wurde. Ich weiß nur, dass für dich hier Endstation ist, Kleines. Jedenfalls, solange diese Abrissbirne genau da bleibt, wo sie ist. Das hat er übrigens gedacht, deswegen war es in Klammern. Hören Sie, ich will doch nur wissen, wer Sie sind. Du kennst mich nicht und ich kenne dich nicht. Es geht hier nur ums Geschäft. Mach's gut, Kleines. Ah, da kommen wir zum Einsatz, die Schranke. Und jetzt natürlich direkt die Gitarre. Das hat sich also schon auf die Vergangenheit ausgewirkt. Wir haben das Geschehen manipuliert. Eine Schrotflinte? Ist das nicht eine etwas protzige Waffe für einen Auftragsmörder? Nicht protzig, nur gründlich. Man nennt mich zwar zu Recht kurzsichtiger Gigo, aber meine Beute entkommt mir nie. Hat er noch nie daran gedacht, sich eine Brille zu kaufen? Also Kleines, das war's. Auch wenn meine Augen nicht die besten sind, sehe ich schwarz für deine Zukunft. Ja, das war's. Die 4 Minuten vor ihrem Tod. Haben wir alles irgendwie schon mal erlebt, ne? Naja, zumindest den großen Teil. Und das waren sie nun, die letzten 4 Minuten ihres Lebens. Nein! Wenn man mal darüber nachdenkt, ist es schon irgendwie amüsant. Eine Frau wird Opfer des Schicksals und dann wird ein Mann Opfer eines Geistes. Aber sie ist trotzdem gestorben. Ja, aber du kannst das ändern. Mit deinen Geistertricks. Genauso wie du es vor 4 Minuten getan hast. Besitz ergreifen und manipulieren, hm? Erst Ghost, dann Trick. Und du kannst diese 4 Minuten so oft du willst zurückspulen. Also, bist du bereit? Ja, los geht's. Und nochmal zurück. 4 Minuten in die Zeit zum Start. Und jetzt kann es endlich losgehen. Jetzt geht das Spiel erstmal richtig los. Wir sind da unten. Toll. Jetzt ist also wieder vor 4 Minuten. Wie? Gut, ich verstehe. Aber was mache ich bloß hier unten? So funktioniert das eben. Ihre Leiche war schließlich deine Eintrittskarte in die Vergangenheit. Also fängst du natürlich da an, wo ihre Leiche war. Und hier ist sie gestorben. Okay, jetzt verstehe ich. Na dann, mal los. Trickzeit, so. Dann wollen wir mal sehen. Oben haben wir jetzt auf dem Bildschirm eine Sanduhr, die zeigt eben an, wie viel Zeit wir noch haben. Aber glücklicherweise vergeht die Zeit nicht in der Geisterwelt, wie man sehen kann, denn die Uhr ist stehen geblieben. Deswegen können wir uns hier so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Allerdings können wir in der Geisterwelt eben uns nur fortbewegen und sonst nichts machen. Deswegen gehen wir einfach mal auf die Lampe. Und jetzt kann ich nichts mehr machen. Ah, sie hilft uns. Du hast nur 4 Minuten, bevor sie stirbt. Du solltest besser so schnell wie möglich zu ihr gehen. Du hast keine Zeit zu verlieren. Wer sind sie? Oh, verdammt. Da ist er schon. Der kurzsichtige Django. Die Zeit vergeht. Die letzten Sekunden ihres Lebens haben begonnen. Ich sollte mich besser beeilen. Das stimmt. Schau auf den oberen Bildschirm. Was gibt es dort zu sehen? Die Sanduhr da oben zeigt dir an, wie viel Zeit sie noch hat. Das habe ich doch gerade schon erzählt. Mann, Lampe. Geh schnell zu ihr, bevor der Sand durchgelaufen ist.
alles klar. Hoch mit dir. So. Direkt mal in die Geisterwelt gewechselt. Wie gesagt, jetzt fängt es erst richtig an. Denn jetzt haben wir endlich freie Hand, was wir machen können. Oder, naja, bei dem Rätsel jetzt. Es ist halt das Erste. Das ist immer noch so ein bisschen Tutorial. Aber sobald wir diesen Mord verhindert haben, haben wir freie Hand. Aber das dürfte auch schon mal ein kleines Rätsel werden. Deswegen, Moment. Puppe. Zuklappen. Wenn ich mich zuklappe, dann komme ich sowieso wieder nur nach da unten. Das bringt mir nichts. Deswegen gehe ich mal hoch zur Puppe und gucke mir an, was wir hier haben. Ein Reifen. Damit können wir rollen. Das sieht schon mal gut aus. Oh, cool. Wir haben die Puppe hochgeklappt. Ja. Nein. Oh, verdammt. Ich wollte eigentlich in die Geisterwelt wechseln. Ja, es ist jetzt, wie gesagt, schon ein Jahr her. Ich habe mir das Spiel beim Release gekauft. Das heißt, ich weiß nicht mehr wirklich, wie die Rätsel funktionieren. Noch ungefähr, klar. Aber an sich weiß ich nicht mehr. An sich ist es halt blind. Deswegen werde ich auch noch ein bisschen rumrätseln müssen. Aber das ist ja auch das Schöne daran. So. Ist logisch, was wir hier machen müssen. Wir müssen uns einfach nur fortbewegen. Das ist noch ein einfaches Rätsel. Ja, wie man sehen kann. Klick, oh. Gleich müsste die Schranke hochgehen. Wer sind Sie? Ein Auftragsmörder? Was wollen Sie von mir? Sie haben gesagt, wir sollen die letzten Spuren von Temsig beseitigen, die noch übrig sind. Temsig? Was zur Hölle soll das bedeuten? Die Zeit vergeht. Ja, das passiert immer, wenn eine neue Szene kommt, wie man ja feststellen konnte. Oh, oh, Ihre Zeit läuft ab. Ja, schnell wieder in die Geisterwelt. So. Ach so, wir müssen uns erst wieder den Kühlschrank zumachen. Denn sonst kommen wir nicht weiter. So, jetzt haben wir wieder den Kern bewegt. Der ist anscheinend im Griff drin. Mixer einschalten. Fahne. Ventilator einschalten. Ich versuche es erstmal mit dem Ventilator. Vielleicht bringt das ja was. Die Flagge weht. Wunderbar. Jetzt ist der Kernbus leider zu weit weg. Okay, das ist weniger optimal. Nein, das bringt mir jetzt nichts. Okay, dann versuchen wir es erstmal mit dem Mixer. Vielleicht bringt das ja mehr. Ich glaube, damit müssten wir die Fahne hochziehen können. Bin mir aber nicht sicher. Nein. Wartet mal. Ich glaube, ich muss einfach nur schnell genug sein. So, Moment. Ich gehe in den Ventilator. Meine Taskbar ist im Weg. So. Mach ich Trick und wechsle sofort in die Geisterwelt. Dann kann ich rüber in die Fahne wechseln. Geh wieder raus. Und der Ventilator aktiviert sich. Und ich kann damit weiter. Wunderbar, okay. Der Mixer ist auch an. Jawohl, wir kommen nach oben. Wunderbar. Das erste kleine Rätsel haben wir geschafft. Mach's gut, Kleines. Nur noch ein paar Schritte. Ich hoffe, ich schaffe es rechtzeitig. Oh ja, ich hoffe es auch. Aber naja, wenn wir es nicht schaffen. Die Lampe hat uns ja schon erzählt, dass wir sowieso jederzeit das Ganze wiederholen können. Von daher. Ich Fahrrad. Oh. Das war schon irgendwie cool, ne? Während wir in der Geisterform jetzt hier sind, macht unser Geist aus der Vergangenheit was anderes. Jetzt ist deine Chance, ihr Schicksal zu verändern. Es ist nicht mehr viel Zeit übrig. Hier zählt wirklich jede Sekunde. Okay, komm. Ja, wir haben nur noch 3 Sekunden. Mal schauen, wir können klingeln. Wir können treten. Ich versuche erstmal das Klingeln. Aha, er hat sich erschreckt. Wunderbar. Verdammt, was ist hier los? Der kurzsichtige Diego verfehlt nie sein Ziel, solange es direkt vor seinem Lauf ist. Ja, lass mich raten. Die ist wieder nicht weggelaufen, oder? Wie es scheint, hast du es rechtzeitig geschafft. Gerade noch. Ja, sie lebt noch. Und im Bruchteil einer Sekunde hast du neue Hoffnung gesät. Ihr Schicksal wurde verändert, wenn auch nur ein wenig. Schicksal verändert. Ja, wir haben ihren Tod leider noch nicht aufgehalten. Wie man sehen kann. Das muss ein Scherz sein. Die Zugbrücke ist oben, ich glaub's nicht. Die Brücke ist oben. Trickzeit. So. Ich möchte gerne die Blase lesen, so. Du sagtest, ihr Schicksal wurde verändert. Aber sie scheint immer noch nicht... Aber sie scheint immer noch in der gleichen Zwangslage zu stecken. Nach ihr Schicksal wurde verändert, sagte ich auch, wenn auch nur ein wenig. Ich muss diesen Kerl wohl ein für alle Mal aus dem Weg räumen. Aber die Zeit ist knapp. Je nachdem, was du tust, gibt es immer noch eine Chance, dass du scheiterst. Ich will jetzt nicht an Scheitern denken. Nein, natürlich nicht. Aber dennoch. Wenn du lieber von vorne anfangen willst, drücke einfach die Taste da oben, die Sanduhr, bevor die Zeit abgelaufen ist. Aber man kann nie wissen. Vielleicht erfährst du auch die ein oder andere Sache, wenn die Zeit abläuft.
In Ordnung, ich werde es im Hinterkopf behalten. Und das war jetzt übrigens ein sehr wichtiger Hinweis, denn es kann sein, dass man in einer Sackgasse ist und eigentlich nicht mehr weiterkommt, aber man merkt dann, man sieht dann noch Szenen, die sich abspielen und dadurch kriegt man einen Hinweis, was man weiter vorne hätte machen müssen. So, in Ordnung, ich werde es im Hinterkopf behalten. Aber jetzt sollte ich die beiden besser verfolgen. Jo, machen wir das mal. Übrigens, ich nehme jetzt hier schon eine halbe Stunde auf, aber ich habe mir gedacht, es sind ja momentan sehr beliebt, solche eine Stunde mit. Ich habe mir überlegt, ich mache das einfach auch, aber ich mache dann einfach ein Let's Play weiter. Das heißt, der erste Part, um einfach mal schön in das Spiel reinzukommen, welches ich auswähle, zumindest wenn es kein Nebenprojekt ist, mache ich einfach mal eine Stunde und danach die nachfolgenden Parts immer eine halbe Stunde. Ich meine, das ist ganz in Ordnung, weil so kann man erstmal eine Stunde lang schön ins Spiel eintauchen und einen ersten Eindruck davon gewinnen, ob das Spiel etwas für einen ist, ob man das weiter verfolgen möchte. Und dann kann man eben die halbe Stunde Parts um, ja, die sind halbe Stunde Parts in Ordnung, so. Wie auch immer. Ich habe gerade den Faden verloren. Verdammt. Machen wir einfach weiter. Wir gehen ins Fahrrad und wir können treten. Das heißt, wir können uns bewegen. Huch, was? Ja, hier habe ich sie. Was? Du fragst dich sicher, was da drüben los ist. Oh, stimmt ja. Wenn ich es sehen will, kann ich den Bildschirm verschieben. Genau. Und übrigens, du kannst dazu auch das Steuerkreuz verwenden. Was immer dir lieber ist. Jetzt gibt es kein Entkommen. Na, wenn nicht, wenn ich es verhindern kann. Mal schauen. Die Leiter können wir ausfahren. Den Hebel können wir umlegen. Das bringt uns aber leider nichts, weil die Kugel ist da oben. Oder Moment, kann ich das drehen? Ich mach's einfach mal. Check. Es dreht sich. Boah. Hast du was gehört? Nein. Ja, so wie können wir jetzt die Kugel bloß runterfallen lassen, denn dann wäre er ausgeschaltet und könnte ihr nicht mehr wehtun. Hm. Wir gehen erstmal über die Leiter. So. Und was können wir jetzt machen? Ah, ich kann in die Straßenlaterne und Abrissbirne, da kann ich aber nichts machen. Ah, den Greifer, den kann ich öffnen lassen, okay. Runter mit dir. Auf Wiedersehen. Stellt euch das mal vor, ihr steht gerade auf so einem Schrottplatz, steht kurz davor, erschossen zu werden. Ja, genau so würde ich auch reagieren. Genau so. Na, wie fühlt es sich an, einer Frau das Leben zu retten? Also, ist die Gefahr gebannt? Ja, es sieht aus, als sei die Gefahr, oder eher sei als sei Herr Gefahr momentan etwas Platz, sozusagen. Du hast deine Kräfte eingesetzt, um dieser Frau das Leben zu retten. Also, war ich das ganz alleine? Ja, das warst ganz und gar allein du. Und ich wusste, dass du es schaffen kannst. Puh, ja, haben wir ihr Schicksal nochmal abgewendet. Wir haben es geschafft, dass sie nicht getötet wird. Ha. Also habe ich heute mein Leben verloren und ein anderes gerettet. Jawoll, wir haben es geschafft. Wir sind so gut. Es regnet. Was geht denn jetzt? Als ich in die Gegenwart zurückkehre, regnet es. Ich habe das Leben dieser Fremden gerettet und jetzt sitzt sie ganz verloren im Regen. So geht nun meine Geschichte auf dieser Welt zu Ende. Tja, Spiel vorbei. Gesundheit, meine Schöne. Erkälte dich nicht. Fremde. Dieses Wort rührt etwas in mir. Und mir wird langsam die ganze grausame Wahrheit bewusst. Ich kann mich an überhaupt nichts erinnern. Wer bin ich? Wo bin ich? Und vor allem, warum wurde ich getötet? Deine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und wer bist du eigentlich? Nun, nenn mich einfach Ray. Ich bin sozusagen ein Licht am Ende des Tunnels. Und Ray ist übrigens das englische Wort für Strahl, also Lichtstrahl. Er ist wirklich das Licht am Ende des Tunnels, denn er ist eine Lampe und das Licht kommt daraus. Das Lichtstrahl eben. Was ich eine schöne Wortwahl finde, also eine schöne Namenswahl. Passt zu ihm. Ray, hm? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht dein richtiger Name ist.
Du hast mir deinen Namen ja auch nicht verraten. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ja, ich fürchte, es hat sich gerade aufgehängt. Oh, es geht weiter, glücklicherweise. Ja, ich fürchte, die Erinnerungen der kürzlich Verstorbenen sind oft ein wenig durcheinander. Einige von uns erhalten ihr Gedächtnis zurück, andere erinnern sich nie mehr. Aber wenn du mich fragst, ist das eigentlich ganz egal. Schließlich bleibt den Toten nur noch eines zu tun, nämlich zu verschwinden. Verschwinden? Wenn die Sonne am Morgen aufgeht, wirst du leider aufhören zu existieren. Was? Morgen früh? Aber warte mal, diese Kräfte der Toten. Ja? Ich will sie nutzen, um noch jemandem das Leben zu retten. Und wem? Du fragst noch? Mir natürlich. Ah, verstehe. Aber jetzt denk mal kurz nach. Wenn wir uns mit Geistertricks selbst retten könnten, hätte ich mich nicht selbst gerettet? Schau mich doch nur an. Ich bin eine Lampe. Warum eigentlich ausgerechnet eine Schreibtischlampe? Ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht. Aber wir können unsere Kräfte nicht an unseren eigenen Leichen nutzen. Du machst Scherze. Du bist nur noch bis morgen früh auf dieser Welt. Es tut mir leid, aber daran ist nichts zu ändern. Also kann ich meinem eigenen Tod wirklich nicht entkommen. Das ist natürlich schlecht. Wenn der Morgen kommt, höre ich auf zu existieren. Offenbar kann ich nichts dagegen tun. Und dennoch, ich will es wissen. Ich will meine Geschichte erfahren. Die Geschichte meines Schicksals bis zum Tod. Und bis ich sie kenne, kannst du nicht in Frieden ruhen, richtig? Nun gut, ich kann deine Geschichte nachvollziehen. Du willst erfahren, warum du gestorben bist, und das sollst du auch. Das werde ich, aber ich frage mich, wie soll ich das anstellen? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was mein erster Schritt sein sollte. Anfangen? Das ist doch ganz einfach. Du fängst mit ihr an. Und noch einmal Gesundheit, meine Dame. Der Person, die deinen Tod beobachtet hat. Sie sollte Hinweise haben, oder? Er hat recht. Und nicht nur das. Vielleicht weiß sie sogar, wer ich bin. Die Chancen dafür stehen ziemlich gut. Was habe ich heute Nacht an einem Ort wie diesem getrieben? Wahrscheinlich kennt die Frau die Antwort. Genau. Vergiss das nie. Sie ist der Schlüssel zu allem, was heute Nacht passiert ist. Der Schlüssel zu allem? Was meinst du? Du wirst es schon früh genug erfahren, wenn du dein Gedächtnis wiederfindest. Ja, im Augenblick bin ich ein ungeschriebenes Blatt Papier. Ich sollte besser alles aufzeichnen, was ich heute erfahre. Das ist eine sehr gute Idee. Berühre das Buchsymbol, um eine Aufzeichnung deiner Informationen anzusehen. Schau sie dir regelmäßig an. Erinnerungen sind oft nicht gerade die zuverlässigsten aller Quellen, will ich meinen. Neue Informationen wurden hinzugefügt. Also gut. Ich wünsche dir viel Glück. Dankeschön. So, wir können uns frei umher bewegen. Ich gucke mir erstmal die Erinnerungen an. So, ich, das Rätsel. Ja, wir haben hier verschiedene Personen. Das rothaarige Ziel. Immer schön auf dem oberen Bildschirm mit kleinen Animationen. Der Lichtstrahl. Der Jäger in der Nacht. Und wir haben noch das Telefonbuch. Das kommt erst später zur Geltung. Wir haben halt nur den Schrottplatz bisher. Warum es das Telefonbuch ist, werdet ihr noch früh genug sehen. Und da kommen halt hier immer neue Infos raus. Ich kann jetzt zum Beispiel mal auf mich klicken. Ich, das Rätsel. Ich verlor mein Leben an einem einsamen Ort am Rand der Stadt. Ich will mein Gedächtnis wiederfinden und die Wahrheit hinter meinem Tod erfahren. Meine einzige Spur ist die Rothaarige, die meinen Tod beobachtet hat. Und ja, so gibt's halt zu jedem Charakter so eine kleine BIOS. Und, BIOS ist ja was ganz anderes. Und die wird halt regelmäßig geupdatet. Das heißt, wenn wir was Neues rausfinden, dann kommen hier neue Informationen. Deswegen werde ich das wahrscheinlich auch nicht alles vorlesen. Das könnt ihr gerne selber mal machen, aber ihr werdet es ja sowieso im Spiel sehen. Also, wenn was da Neues reinkommt, dann haben wir das sowieso im Spiel erfahren. Von daher ist das nicht so wichtig. Ich werde erstmal speichern. Ja. Aktuell speichern. Natürlich setzen wir fort. Wir haben noch 20 Minuten, deswegen spielen wir noch ein bisschen. So. Ghost. Dann gehen wir mal wieder runter. Auf das Fahrrad und damit müssten wir uns jetzt hier über das Kabel fortbewegen können. So ein bisschen wie bei einer Seilwinde. Oder auch nicht. Verdammt. Ich sollte sie lieber nicht aus den Augen lassen. Und außerdem bin ich nicht der Typ, der eine Frau allein im Regen sitzen lässt. Ich glaube, ich gehe mal näher ran. Ja, wie denn? Wie machen wir das jetzt am besten? Da komme ich nicht dran.
Von hier aus auch nicht. Bewegen. Moment. Ah, das kann ich jetzt bewegen. Das hat jetzt eine andere Sache, die ich machen kann. Ah, ja. Das ist natürlich schon besser. Ich hoffe, wenn ich sterbe, kann ich auch solche Geistertricks anwenden. So. Und natürlich sind wir ein Gentleman. Wir öffnen für Sie den Regenschirm. Was ist das? Ein Regenschirm. Was zur Hölle ist da gerade passiert? Der Kran hat sich von selbst bewegt. Die Eisenkugel ist von selbst gefallen. Es hat von selbst angefangen zu regnen. Und nun ist auch noch ein Schirm von selbst. Ach du meine Güte. Ich habe doch nicht etwa psychokinetische Kräfte. Nein, meine Liebe, hast du nicht. Aber ich lasse dich erstmal im Glauben. Mir wäre das Ganze auch sehr suspekt, wenn mir so etwas passieren würde. Also, das muss man, glaube ich, auch erstmal verarbeiten. Kurz vor seinem Tod zu stehen, beziehungsweise eigentlich schon gestorben zu sein. Und dann doch noch zu leben und... Hey, eine Katze. Wie geht's dir? Miau. Ich mag Katzen. Alte Katze. Ja. Ich mag Katzen lieber als Hunde, muss ich sagen. Also ich bin mehr so der Katzenmensch. Ich mag beide, aber ich hab keins von beiden, aber wenn, dann würde ich mir wahrscheinlich eher eine Katze zulegen. Weil die mag ich einfach lieber. Punkt. So. Aber mal im Ernst, was zur Hölle ist da gerade passiert? Ja, ich bin leider immer noch tot. Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Das möchte ich auch wissen. Geh da mal rein. Die möchte ich jetzt untersuchen. Eine Notiz? Habe ich das geschrieben? Vielleicht sollte ich es lesen. Also, erinnerst du dich nicht daran, es geschrieben zu haben? Nein, ich erinnere mich nicht. Aber was noch viel wichtiger ist... Telefon schon wieder. Ach, das ist bestimmt der Typ, der überprüfen wollte, ob der... Wie heißt er noch? Der kurzsichtige Killer sie getötet hat. Oh, verdammt. Ich hatte keine Gelegenheit, sie zu Ende zu lesen. Nicht, dass ich deinen Gedankengang unterbrechen möchte, aber ich frage mich, ob dir klar geworden ist, woher dieser Telefonanruf kommt. Ja, das habe ich gerade schon gesagt, ne? Hä? Wo soll ich das wissen? Denk zurück. Bevor du geholfen hast, ihr Schicksal zu ändern, war da nicht auch ein Anruf um diese Zeit? Oh ja. Ja, genau. Das ist nicht gut. Leg lieber wieder auf. Ja, alles erledigt. Bla bla bla. Hatten wir schon. Alter Dialog ist alt. Der Anruf. Genau. Oder anders gesagt, in just diesem Moment ist am anderen Ende der Leitung der Schuldige, der deinen Mord in einen Auftrag gegeben hat. Was? Ich schlage vor, dass du jetzt von diesem Telefonbesitz ergreifst. Wenn du das getan hast, erzähle ich dir mehr über einen weiteren deiner Geistertricks. Trickzeit. Oh ja. Schnell, bevor sie auflegt. Und da sehe ich es. Am anderen Ende der Leitung. Das Gesicht des Mannes, der meinen Tod befohlen hat. Wer ist das denn? Der sieht aber hässlich aus. Ist alles erledigt? Sag schon, Mann. Hast du sie erwischt? Wer ist da? Warum redest du? Du hättest einfach... Ah, verdammt. Ich bitte tausendmal um Verzeihung, werte Dame. Ich habe mich wohl verwählt. sieht sehr unsympathisch aus. Na, verfolgt. Das ist er also. Der Mann, der mir das Leben gestohlen hat. Genau. Also was meinst du? Willst du ihn besuchen? Darauf kannst du Gift nehmen. Dann solltest du mir jetzt ganz genau zuhören. Wir Geister existieren, indem wir Besitz von unbelebten Dingen ergreifen. Aber wir können uns auch über große Entfernungen hinweg von einem Ort zum anderen bewegen. Wie das? Die Toten können von Punkt A nach Punkt B springen, indem sie sich über die Telefonleitung bewegen. Was natürlich sehr viel Sinn ergibt, aber in diesem Spiel ist das halt ein Story-Element, weil ohne dass wir uns über die Telefonleitung bewegen können, wenn wir das nicht machen könnten, dann könnten wir nicht weiter. Also, Punkt. Wie bitte? Oder wie bitte? Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um dir zu helfen. Den Rest musst du alleine schaffen. Kommst du nicht mit?
Leider nein. Meine Kräfte werden schwächer. Ich habe meine Kraft schon fast ganz aufgebraucht, um heute Nacht hierher zu kommen. Aber ich musste kommen. Ich muss dich nämlich um deine Hilfe bitten. Mich? Um meine Hilfe? Viele merkwürdige Dinge werden heute Nacht in dieser Stadt geschehen. Ich vertraue darauf, dass du ihnen... Was? Ich vertraue darauf, dass du ihnen auf den Grund gehst und die Wahrheit herausfindest. Du bist der Einzige, der es schaffen kann. Ich möchte, dass du die Kräfte der Toten nutzt, um die Wahrheit zu finden. Ich bin dir dankbar für alles, aber ich kann dir nicht versprechen, dass ich helfen kann. Morgen früh höre ich auf zu existieren. Ich habe also nicht viel Zeit. Ich muss mein eigenes Rätsel lösen und die Wahrheit über mich herausfinden. Das reicht schon vollkommen. Hä? Wenn du das schaffst, hast du genau das getan, worum ich dich gebeten habe. Es ist das Gleiche. Das Gleiche? Diese Schreibtischlampe weiß viel mehr, als er mir sagt. Nun gut. Durch den Anruf des Schuldigen eben hast du seine Telefonnummer. Der Rest liegt nur an dir. Neue Telefonnummer. Schrottplatz und Süßbla. Ja, da oben auf dem oberen Bildschirm können wir jetzt halt so kurz sehen, wo wir hinkommen. Und wir wählen das jetzt einfach mal. Verlassen die rothaarige Schönheit und bewegen uns durch die Telefonleitungen fort. Mit einer wundervollen Animation. Also ich finde, die Grafik ist echt genial in diesem Spiel. So beginnt die Suche nach mir selbst, die nur eine Nacht dauern kann. Denn morgen früh höre ich auf zu existieren. Und komischerweise macht mir das gar nichts aus. Ich muss alle Antworten finden, bevor die Sonne aufgeht. Warum wurde ich getötet? Und was wird heute Nacht in dieser Stadt geschehen? So. Daten. Aktuellen Zeitpunkt speichern. Ja, machen wir das doch. Speichern. System nicht ausspalten. So, meine Freunde. Ich habe zwar noch keine Stunde voll, aber fast 50 Minuten. Und da jetzt hier das erste Story-Segment, also der Prolog quasi zu Ende ist, würde ich sagen, ich mache hier Schluss, denn für die erste Folge haben wir lange genug aufgenommen. Und ich hoffe, das Spiel gefällt euch, denn das ist echt genial. Die Story wird noch richtig toll und es kommen wundervolle Charaktere. Also es ist wirklich eins meiner Lieblingsspiele. Es hat mich direkt, als ich das erste Mal gespielt habe, in seinen Bann gezogen und es ist einfach ein wundervolles Spiel. Und ich hoffe, ihr habt jetzt hier durch diese 50 Minuten Anfang Lust auf mehr bekommen, wollt herausfinden, warum wir getötet wurden, woher unsere Geisterkräfte kommen und was überhaupt alles passiert und wer dieser geheimnisvolle grüne Mann war, der irgendwie aussah, als müsste er sich gleich übergeben, so wegen der grünlichen Hautfarbe. Ja, also ich hoffe, ihr seid gespannt, guckt später auch nochmal rein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!